Ich habe richtig Bock, mir ein neues Jules-Video reinzuziehen, als Pokémon Go die Welt eroberte. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich war mega im Pokémon Go-Fieber. Ich hatte sogar ein Pokémon Go-Revival, ich glaube, letztes Jahr im Sommer. Da habe ich mich immer in Schweden bei uns, habe ich mich immer auf ein Fahrrad gesetzt und bin dann wirklich die ganze Zeit überall alles abgefahren. Habe das wirklich fast jeden Tag gemacht. Wo ich meine, ich bin eine erwachsene Frau, ne? Perfekt. Aber ich fand es einfach so geil. Ich habe einfach den ganzen Tag, habe meine ganzen Eier ausgebrütet. Es war crazy. Zum Teil ziemlich brutale Mini-Monster. Aufruf zu gewalttätigem Verhalten. Vielleicht hätte man es gar nicht erst reinlassen dürfen, das gelbe Viech. Oha. Gengar. Oh. Wirklich jeder Mensch auf der Welt kennt Pokémon. Auch wenn die Spiele über die Jahre eine eher weniger beliebte Entwicklung hinter sich haben. Das stimmt. Hat jeder mindestens einmal davon geträumt, dieses Pokémon zu Smash. Die besten Pokémon im Spiel zu fangen. Und doch Pokémon ist viel mehr als nur die Spiele. Es gibt Pokémon-Karten. Betrügerische Pokémon-Karten, wo übrigens keiner die Regeln von versteht. Pokémon-Essen, Pokémon-Plüschtiere, Bücher, Puzzles, Pokémon-Action-Figuren, Pokémon-Betten, Pokémon-Bodybuilding-Statuen. Bruder, was zum Real-Life-Pokémon-Bälle. Und noch viel mehr. Und mit den mittlerweile 8... Das habe ich gerade nicht gesehen. Ist alles ein Pokémon. Ein Pokémon, was so aussieht wie die Steine von den Osterinseln. Ein Pokémon in Form eines Schwertes. Eine fucking Sandburg. Und Pokémon für LGBTQEAXLOM und so weiter. Und 2014 brachte Google Maps als April-Scherz eine Kollaboration mit Pokémon raus. Man kann überall auf der Welt Pokémon finden und einsammeln. Du kletterst irgendwo eine Wand hoch, fällst fast runter, hältst dein Handy in eine Hülle und oh mein Gott, ein wildes Pokémon. Naja, wow. Aber die Idee, Pokémon in der echten Welt zu fangen, hat die Leute fasziniert. Und so machte sich ein Entwicklerteam ans Werk. Und 2 Jahre später war es dann soweit. Pokémon Go. Und die Leute waren so absolut gehypt. Pokémon Go, how? Jeder wollte seinen Kindheitstraum wahrmachen und der beste Pokémon-Trainer der Welt werden. Und dann kam das Spiel raus. Und ich meine, es war immer noch nicht so cool wie der Trailer, kam aber ziemlich nah ran. Und das Spiel war ein absoluter Erfolg. Wirklich jeder Mensch auf der Welt hat Pokémon Go gespielt. Und die Leute haben nach Release statistisch mehr nach Pokémon Go als nach Pornografie gesucht. Die Regeln sind einfach. Man lädt die App runter, muss mit dem Handy durch die Gegend laufen und kann verschiedene Pokémon in der Umgebung fangen. Ey, ich muss mal ganz kurz checken, ob ich Pokémon Go noch auf dem Handy habe. Oh, Anmeldung fehlgeschlagen. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin drin. Ich heiße Talendova 040. Jo. Hey, guck mal, ich habe einen Nachtara. Sehr viele Evolis. Da bin ich sehr stolz drauf. Boah, und ich habe das Nachtara ist halt crazy, ne? Das ist halt ein shiny Nachtara, Leute. Könnt ihr euch vorstellen? Ja, Mann. Kann das wieder cool werden, irgendwie? In Reality-Funktion fing Leute an, überall im Real-Life Pokémon zu finden. Wirklich. Überall. Pokémon vor der eigenen Wohnung. Okay. Ich muss aber zugestehen, ich habe diesen Real-Life-Mode, wo man das so mit der Kamera habe ich nie benutzt, Bruder. Da kracht komplett. Auf der Pfanne beim Kochen. Im radioaktiven Kernkraftwerk von Fukushima. Ein guter Freitagabend mit dem besten Bro. Pokémon am Tanzen in der Spielhalle. Diese Pokémon hier an sehr fragwürdigen Orten. My pronouns are he, not him. Because I'll never be him. Ein Taubsi ist ein Taubsi, auch während der Geburt des Sohnes. Oh mein Gott, ein wildes Schicke, ich kann es nicht. Wo zum Fick bin ich? Man konnte Pokémon wirklich überall fangen, sogar in Nordkorea. Oha. Und das Problem war nur, dass man teilweise an die verrücktesten Orte laufen musste, um ein Pokémon zu fangen. Leute gingen erstmal auf Friedhöfe und Denkmäler, dann in die Gärten von anderen Leuten, dann in die Kirche, während eines Gottesdienstes. Würden sie beide damit aufhören? Und so fingen auch Leute auf YouTube an, Pokémon Go-Videos zu machen. Und die App verbreitete sich wie ein Lauffeuer. So, Pokémon Go-Streams wären auch crazy. Haben das Leute gemacht? Also, dass sie halt so IRL-Streams gemacht haben, wenn sie Pokémons sammeln? Und innerhalb kürzester Zeit standen Leute an jeder Ecke rum, um ihr Pokémon-Team zu erweitern. Und dann gab es dann noch die Raids. Seltene Pokémon wie Mewtwo oder Lapras konnten exklusiv und einmalig an bestimmten Orten im Land erscheinen. Ja, so Mann, ich weiß noch, es gab einen Evoli-Day und da gab es so eine richtig hohe Spawn-Rate von Evolis. Und wie ihr mich kennt als euer Casual-Evoli-Enjoyer, Evoli-Enthusiast, Evoli-Fan, habe ich mir gedacht, boah, geil. Und ich habe extra auf diesen Tag, ich habe da alles aufgestackt. Dann habe ich mir, glaube ich, wie gesagt, 3 Millionen Evolis gefangen. Es war geil. Ich hatte richtig viel Spaß. Die Leute los und rannten durch die ganze Stadt, um ein seltenes Pokémon zu fangen. Das war so krass. Außerdem gab es exklusive Pokémon für jeden Kontinent und Leute flogen teilweise Stunden, um ein einziges Pokémon zu fangen. Dann gab es noch diesen Giga-Chat hier, der sich dazu entschied, mit seinem Fahrrad durch die Stadt zu fahren, um wirklich alle Pokémon auf einmal zu fangen. Dicker. Und manche Leute blieben direkt zu Hause und nutzten Fake-GPS oder den berüchtigten Pokémon Go-Eiersbrüten-Ventilator-Trick.
Ab Level 5 konnte man auch eines der drei Teams beitreten. Und Leute haben natürlich wieder komplett übertrieben und eine ganze Internet-Subkultur draus gebaut. Und dann passierte etwas Vorhersehbares. Zwei Spieler in Kalifornien wollten einen Glumanda fangen, übersahen zufällig die zahlreichen Achtung-Klippe-Schilder und fielen beide 20 Meter die Klippe runter und überlebten. Allerdings mit schweren Verletzungen und der Vorfall machte in den Medien die Runde. Und boah, so tauchten krass. Immer mehr Vorfälle auf von Leuten, die schafften, das Spiel auf die Spitze zu treiben. Ein paar Jungs fingen den ganzen Tag vor dem Haus eines alten Mannes Pokémon und der fing einfach an, mit einer Schrotflinte auf sie zu schießen. Das ist auch ein amerikanisches Problem und nicht, weil die Kinder Pokémon Go spielen. Das ist, weil Amerika an sich einfach Dogshit ist, was deren Gun-Regularies angeht, Alter. Ein Typ spielte Pokémon Go im Auto, crashte auf laufender Kamera einen Polizeiwagen und zeigte dann noch stolz seine App. Andere hingegen sind während des Pokémon Go-Spielens auf Schienen gelaufen. Dann gab es Vorfälle von Leuten, die für ein Pokémon in Militärbasen gelaufen sind oder zufällig in ein noch aktives Minenfeld gesteppt sind. Und ein paar Genies hatten eine besondere Idee. In Pokémon Go gibt es sogenannte Log-Module. Man aktiviert sie einfach an einem bestimmten Ort und überall drumherum spawnen plötzlich mehr Pokémon als sonst. Und andere Spieler werden mit hoher Wahrscheinlichkeit vorbeikommen. Da gab es aber doch auch Leute, die es extra ausgenutzt haben. Oh, ich habe bestimmt ein Video gleich erklärt. Okay, nevermind. Ich halte es Maul. Wir schauen das Video. Zwei Leute haben ein Log-Modul aktiviert, auf Pokémon Go-Spieler gewartet, mit Messer und Waffe bedroht und ausgeraubt. Über 20 Raubüberfälle, von gestohlenen Autos bis zu Banküberfällen. Also quasi so Team Rocket, nur in Real Life mit Waffe und so. Und die wollen auch nicht deine Pokémon, sondern dein Geld. Ah. Und als das die Runde gemacht hat, wurde das Spiel in vielen Ländern gebannt. Erst im Iran, dann in Thailand und in Saudi-Arabien wurde das Spiel illegal, weil die Pokémon-Entwicklungen auf der dort abgelehnten Evolutionstheorie von Darwin basierten. Imagine, man lehnt einfach die Evolutionstheorie ab. Man lehnt Wissenschaft ab. Spieler wurden dort deshalb verhaftet. Warum bist du im Gefängnis? Dieses gottverdammte Glumanda. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Und China bannte das Spiel, bevor es überhaupt rauskam, weil Kommunismus und so. Und in jeglichen Ländern entstanden die ersten Pokémon Go-Verbotsschilder. Auf Autobahnen, in Cafés, in Schulklassen oder auf Friedhöfen. Ich finde das komplett in Ordnung, wenn man aus religiösen Gründen sowas klappt, aber das Land sowas kollektiv abzulehnen. Bro. Gaben den Spielern Rabatte, wenn sie ein bestimmtes Level erreicht hatten. Und ab dem Zeitpunkt bekam auch Boomer davon mit. Und neben einigen sehr unangenehmen, dystopischen Zeichnungen, die alte Leute alleine zu Hause zeichneten, während Jugendliche draußen Spaß hatten, schaffte es Pokémon Go erst in den Matheunterricht und dann in den amerikanischen Wahlkampf. I don't know who created Pokémon Go, but I'm trying to figure out how we get them to have Pokémon go to the polls. Oh nee, Digga. Und natürlich schafft es Pokémon Go auch in die Nachrichten. Pikachu and 150 of his little friends can now. 2017 wurde dann das erste Pokémon Go Festival angekündigt. Leute konnten Pokémon Go spielen, aber halt zusammen in diesem Viereck. Und man bekam dort exklusive legendäre Pokémon. Awards fürs Dabeisein und mehr Items als sonst. Also reisten Leute aus der ganzen Welt für teilweise bis zu 800 hochgescannten Dollar an, standen für 4 bis 5 Stunden in der Schlange, nur damit die Pokémon Go Server zu 90% des Tages wegen Überlastung offline waren. Die Leute waren nicht so glücklich. Mr. John Hankey! You gotta catch fire type! Oh my god, I'm so excited! Auch ein weiterer Hardwatch an der Stelle. Nachdem die Veranstalter dann versucht haben, den Leuten als Entschuldigung ein seltenes Lugia anzudrehen, gab es aus noch mehr Frust heraus. Aber auch ein bisschen Hardwire-Watching. Sammelklage mit einer Endsumme von 1,5 Millionen Dollar Schadenersatz. Und langsam ging der Hype vorbei. Und zahlreiche schlechte Kopien von Pokémon Go wurden entwickelt und ruinierten dann irgendwie den Markt. Guckt mal, das Garfield. Das Spiel wurde über die Jahre mehrfach versucht, wiederzubeleben. Und das gar nicht so unerfolgreich. Doch als schließlich die Pandemie kam, sinkte auch die Spielerzahl und die andere Klassiker auf dem Markt. Und heute wird sich gerne daran zurückerinnert, wie Pokémon Go die Welt für mindestens eine Woche lahmlegte und Leute sich darauf fokussierten, der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden, um am Ende gegen die Top 4 der Welt anzutreten, um schließlich Kim Jong-un in einem epischen Endbattle zu besiegen. Es war schön. Was war das? Korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber war das nicht 2016? Ich glaube, es war 2016. Ja. Ach ja, und falls dir das Video gefallen hat, ey, lasst super gerne ein Like da, einen Kommentar und euer Lieblings-Pokémon. Und addet mich gerne auf Pokémon Go und schenkt mir alle eure Evolis. Würde mich freuen.